Alter, war das ein hartes Wochenende. Richtig, richtig geil. Ich habe doch erzählt, ich war in diesem Partykeller bei dem Anno in Verl. Und tja, Hammer, Hammer. Also, wie hießen die Bands denn noch? Dogtown, also einmal die Dogtown Winos auf jeden Fall. Das ist der Norbert hier aus dem Ort. Solltet doch mal auf Facebook gucken. Der macht also eine ganze Menge. Kann das ja mal verlinken vielleicht. Dann Metal Mind. Ja, und wie hießen denn die anderen? Irgendwas mit Blutrot hatte das. Blood Rudge, Blood Red oder Red Blood Red Mammuts, glaube ich. Die Red Blood Mammuts oder Blood Red Mammuts, irgendwie sowas. Ist auch egal. Auf jeden Fall war das eine Party, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat einen Partyraum gehabt. Da war also eine Bühne mit PA allem drum und dran. Da kam die erste Band, hat das Schlagzeug aufgestellt. Oder war das von den Dogtown Vinyls? Es kann sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Alter, so ein Kellerraum. Also, der hatte bestimmt 5 Meter, 5, 6 Meter in der Breite und in der Länge waren es, weiß ich nicht, also der Raum hatte bestimmt 80 oder sogar 100 Quadratmeter. Auf jeden Fall ein riesiger Raum und drei Livebands da und lauter nette Leute. Ey, was haben wir Party gemacht? Ich habe mal geguckt, ich habe mal überlegt, ne? Ich habe, also da hat man Kistenbier gekriegt, so, ne? Und aber gut ist, dieses Pots kannte ich gar nicht. Das kommt irgendwie aus dem Münsterland. Für 2 € eine Flasche. Und ich weiß, wenn du 10 € bezahlt hast, gab es eine extra. Und ich habe 30 € bezahlt und habe alles gesoffen. Es ist unglaublich. Ich muss wirklich 17 Flaschen oder 18 Flaschen Bier getrunken haben. Geht eigentlich gar nicht. Aber ich meine, gut, abends bis morgens früh dann ging ganz gut, ne? Ja, das war auch eine ganze Menge Bier hinterher auf der Tanzfläche. Tja, ich standardmäßig natürlich barfuß, ne? Und da merkst du schon so, wenn es so da wegrutscht. Ja, das war klasse. Was war das, eine geile Party? Schön. Da werde ich noch lange dran zehren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Jetzt ist am 28.12. was in Lemgo, aber da bin ich ja nicht da. Da bin ich unterwegs mit der Familie. Wenn alles gut geht, da muss ich noch mal gucken wegen dem Hotel. Ich habe da noch keine Rückmeldung. Tja, und sonst? Was war noch? Ja, gestern Abend wäre ja eigentlich Blablabla-Aufnahme gewesen. Ich hatte noch einen Termin verlegt auf heute Abend oder vielmehr zwei. Ach, und dann ist mir das Auto noch kaputt gegangen gestern. Also vorgestern musste ich das Auto in die Werkstatt bringen, weil hinten aus dem Radkasten hinten, wenn ich bremste, mal so richtig laut, ne? Habe ich weggebracht und ja, jetzt musste ich da Termine schieben und sowas. Ich wollte da gerne gestern teilnehmen. Habe dann die Fahrten, die ich machen musste, mit der Schwalbe gemacht. Das war natürlich arschkalt, aber irgendwie musste ich das regeln. Das konnte ich jetzt nicht auf heute verschieben, weil heute habe ich jetzt schon Termine von gestern Abend genommen. Es war irgendwie, die Abende sogar, die sind im Moment echt belegt bei mir. Das ist echt krass, ne? Morgen Abend bin ich beim Sendegarten dabei. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ich muss mal wieder zu sehen oder zu hören. Und Mädels natürlich. Ja, ich hatte gestern eigentlich vor, ich wollte mich so ein bisschen raustun aus dem Blablabla-Podcast, weil bei mir ist der Dampf raus. Ich habe so viel anderes Zeug, so viel anderen. Ach, ob das jetzt die Musik ist, ob auch jetzt vor Weihnachten natürlich die Arbeit, das mit dem Podcast-Film möchte ich gerne ein bisschen weiter verstärken und ich möchte auch ganz gerne wieder ein bisschen mehr auf YouTube machen und ach, mir wird das alles zu viel irgendwie. Ich bin ja sowieso auch jemand, der immer so
Sachen, wenn er es macht, macht das richtig. Aber dann gibt es auch wieder Zeiten, dann habe ich da im Moment keine Lust mehr zu. Und so ist das im Moment mit dem Blablabla-Podcast. Ich habe da einfach im Moment fehlt mir da der. Ja, mir fehlt der Dampf, der ist raus. Das ist einfach so, ne? Und ja, jetzt habe ich das heute Morgen mal bekannt gegeben. Ich wollte eigentlich gestern noch einen Podcast aufnehmen, hatte einiges verlegt, weil das eigentlich so, ja, hat man eigentlich ausgemacht. Aber nun war dann bei dem einen wieder was dazwischen gekommen, bei dem anderen was dazwischen gekommen und dann mussten wir das irgendwie abblasen noch wieder. Und ja, gut, schade. Dann ja, mache ich es halt auf diesem Weg jetzt. Ich werde es bei mir im Podcast nochmal erzählen und ja, kann man nicht ändern. So ist das Leben. Das Leben geht weiter, ne? Und jeder hat so seine Sachen und ja, wachsen wieder neue Sachen. Ist halt so, ne? Gibt immer wieder mal irgendwo einen Wechsel und tja. Das dazu. Was habe ich denn noch? Ja, ich bin schon seit 5 Uhr im Büro. Ich habe heute Morgen schon mein Kassenbuch fertig gemacht. Habe meinen Buchungsordner fertig. Den wollte ich eigentlich noch wegbringen, weil das wird doch ziemlich knapp wieder. Freitag schon der 7. und 10. ist Abgabetermin und dann ist erst Wochenende und dann hat sie dann 8., 9. Dann wäre Montag schon der 10. Das wäre der letzte Tag, wo sie es fertig machen kann. Und das ist irgendwie auch assi, dem Steuerberater das so auf dem letzten Ritt zu bringen. Ne? Somit bringe ich das heute hin. Dann haben die dann noch die Woche Zeit, also heute, morgen, übermorgen und können sich das so ein bisschen einteilen. Ja, ist einfach Fairplay. Und dann habe ich auch die Buchführung komplett für November schon mit drinne, bis aufs Kassenbuch. Das ist nochmal eine Kleinigkeit, aber das werde ich dann jetzt die Tage nochmal irgendwie fertig machen. Da hatte ich heute Morgen keinen Spaß mehr zu. Ja, und dann ist der November auch schon fertig. Dann hätte ich eigentlich theoretisch bis Ende Januar erstmal wieder Ruhe mit diesem Buchführungsscheiß. Das ist echt. Mache ich ja gar nicht gerne. Aber gut, ja, sonst. Was im Moment beschäftigt mich natürlich immer noch das Rocksmith. Das ist einfach geil. Ich kann es nicht oft genug sagen. Klar, das ist jetzt so ein bisschen, ja, es macht einfach Spaß. Einfach auch mal so mal wieder ein bisschen improvisieren, sich mit der Pentatonik auseinandersetzen und einfach nur mal sich so zwei, drei Songs noch drauf schaffen, die man schon immer mal spielen wollte. Und ja, es ist schön, macht Spaß. Es ist einfach. Ist ja auch nicht, dass man da nur Spaß dran hat, sondern man hat ja auch die Gitarre in der Hand. Das ist schon was man für sich ja auch macht. Ist, wo man vielleicht mal seine Skills auf der Gitarre ein bisschen verbessert. Bin ich ja noch nicht so hammerstark, ne? Aber ich habe immer eigentlich mehr so die Lagerfeuergitarre gespielt. Und jetzt gehe ich so ein bisschen in die Solos und das macht auch Spaß, ne? Also es ist wirklich, wirklich schön, ne? Richtig schön. Und die Les Paul, die habe ich damals mal gekauft, weil ich mit der E-Gitarre anfangen wollte. Und ja, die oxidierte eigentlich nur in der Ecke rum und die kommt jetzt richtig zum Einsatz. Das ist schön. Ne, wirklich toll. Macht mir sehr, sehr viel Spaß auch. Gut, heute Morgen fehlte mir wieder ein bisschen die Zeit. Meistens mache ich das morgens so eine halbe Stunde, bevor ich dann runtergehe und ja, aber heute Morgen passte das halt mal nicht. So, aber jetzt soll es das auch erstmal als Update gewesen sein. Ich will mal sehen, ob ich vielleicht heute oder irgendwie die Woche noch einen Podcast aufnehme. Oh, mein Bauch knuspert. Dann habe ich noch so einen Audiokommentar bekommen, den wollte ich ganz gerne noch veröffentlichen und ja, so seht ihr ja. Habe ich genug um die Ohren. Morgen Abend Sendegartenaufnahme. Wenn ihr Lust habt, ich glaube, ich denke, das wird auch live sein wieder. Könnt ihr ja mal gucken und vielleicht auch mal vorbeischauen. Dann, ja, genau. Wir sehen und hören uns wieder. Macht's gut. Schönen Mittwoch und bis die Tage mal. Ciao, euer Bob.